Ja, ich möchte ein neues Audio machen und es soll diesmal um allgemeine Themen gehen, vor allen Dingen um die sogenannte Schöpferkraft. Das heißt letztlich, dass man so ist, wie man wirklich ist. Also gar nichts Aufgesetztes, gar nichts Besonderes, sondern es ist eigentlich so wie mit Bioprodukten. Also meine Oma hat nicht zu ihrem Salat Biosalat gesagt, sondern einfach Salat. Und genauso ist es mit den Schöpfertiteln oder der Bezeichnung, dass es gar nicht so was Aufgesetztes ist, was Hinzugefügtes oder etwas Besonderes, sondern lediglich das, was wir sind. Sind im Sinne von Sein. Wenn wir wirklich ganz wir selbst sind, ist da sehr viel Neutralität. Es ist ein schöner, geborgener, lichtvoller, liebevoller Raum, wo man einfach ist. Und aus diesem Raum heraus gebärt sich die Lebensfreude des Schöpfens. Das heißt, dass Leben eigentlich Freude ist. Aus Freude heraus entsteht. Und nicht aus Zwang und Qual und den Alltag vor sich hin quälend meistern müssen. Das muss halt so sein. Da muss man durch. Es ist nun mal so. Eigentlich sind das alles nur Spiele, die sich kreativ zum Ausdruck bringen, wenn wir aus diesem neutralen und lichtvollen Zustand in das materialisiertere Leben gehen. Das heißt, oft ist es so, dass wir wirklich denken, dass es einen da draußen gibt, was getrennt von uns ist, und dass wir Opfer des Lebens sind, der Umstände. Wir werden in dieses Leben hineingeboren, zwanghaft, weil als Kind, sagen wir, kann man sich das ja nicht aussuchen, auch das noch. Wir werden eingepresst in die gesellschaftlichen Erwartungen, und dürfen dann unser Soll ableisten, um dann in die Urne oder in den Sarg zu gehen. Natürlich gibt es zwischendurch auch mal sehr schöne Momente, aber das Leben ist eben nicht einfach. Das sind alles schon Spiele, die aus dieser neutralen, lichtvollen, liebevollen, geborgenen Erfahrung heraus schon erschaffen wurden. Das heißt, das sind nicht wir, sondern das sind unsere Kreationen. Jetzt kann man natürlich sofort sagen, naja, viele Dinge sind eben vorgegeben, die gesellschaftlichen Strukturen sind vorgegeben, Schöpfergerede ist abgehoben und realitätsfern, dann ist man halt sehr verstrickt und eingebettet in seine Vorstellungen vom Leben. Und meint, das müsste so sein. Jetzt ist die Herausforderung, seinen Geist etwas nach links und rechts zu bewegen. Man sagt ja, der Kopf ist rund, um seine Richtung ändern zu können oder so ähnlich. Und zu erkennen, es gibt noch andere Sichtweisen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Viele müssen natürlich auch an ihren Weltbildstrukturen festhalten, weil das ihre Basis ist. Ohne das sind sie nackt, fühlen sich hilflos. Woran dann noch festhalten, wenn da nichts mehr ist? Aber dann bist du da, deine Essenz. Dann erkennst du dich. Dann siehst du, wer du bist, was du bist. Ich möchte niemanden überzeugen, weil das auch gar nicht geht und auch nicht sinnvoll ist. Die Erfahrung muss jeder selbst machen. Und dann erst wird er es verstehen und erkennen. Reden kann man viel. Das wissen wir ja schon. Ich bin einer von den millionsten Menschen, die da irgendwas quatscht. Was nützt einem das, wenn man doch seinen Alltag meistern muss? Wenn man doch Probleme meistern muss, die mitunter sehr schmerzhaft und kompliziert sind. Was quatscht die da? Was will die eigentlich? Das verstehe ich. Das muss sogar so sein.
Denn aus der Perspektive des Verstandes kann man das nicht anders sehen. Und das ist jetzt keine Ausrede. So von wegen, ja, der Verstand ist mal wieder schuld. Ist schon klar. Jetzt kommt noch gleich das Ego und dann ist es ja wieder komplett. Für mich war dieser Weg zu erkennen gefühlt lang. Mir ist das auch nicht leicht gefallen. Und ich habe lange dran zu knabbern gehabt, was es mit Missbrauchsopfern und dergleichen auf sich hat. Verständlicherweise wird man dann zerfleischt, wenn man dann sagt, naja, das ist alles nur ein Spiel. Wie soll man das jemandem erklären? Der wird sofort ausschalten, offline gehen, innerlich, wenn das nicht vorher schon war. Es ist aber so, an dem Punkt bin ich jetzt und da gehe ich auch nicht mehr zurück. Vielleicht später irgendwann mal so in den x-ten Generationen oder Inkarnationen. Im Moment ist es mir wichtig zu verstehen, wie das hier funktioniert. Mal wo wir hier sind und was das alles soll. Wie das geht. Wie funktioniert das hier? Und ich muss leider sagen, dass meine Erfahrung ist, erstens das. Nehmen wir ein Beispiel, du stößt dir den Zeh an der Bettkante oder an dem Bettfuß. So was Ähnliches kennen wahrscheinlich viele, das tut höllisch weh. Ich habe mir schon ein paar Mal damit den großen Zeh gebrochen. Das hat sehr weh getan und dann habe ich experimentiert und festgestellt, wenn ich mich in dem Moment ganz hingebe und das vollumfänglich annehme, was da gerade passiert, geht der Schmerz zurück oder teilweise sogar komplett weg. Es gibt ja auch diesen Spruch, Schmerz ist der Schrei nach Liebe. Was ich unter Liebe verstehe, habe ich ja schon gesagt. Aufbauende, informative Kraft. Wenn ich die natürlich vollumfänglich zulasse, dann geschieht natürlich auch Konstruktives, Wohltuendes, Weitendes, Heilendes, Erfüllendes. Das heißt, meine Herausforderung im Leben ist, mir bewusst zu werden, bin ich jetzt im Aufbau oder im Abbau? Und das bewusster zu steuern. Je nachdem, was ich möchte. Das heißt, wenn ich in einer schlimmen Situation voller Abwehr bin, verständlicherweise. Aber wenn ich das so bin, ich sag jetzt mal, dann tut es besonders weh. Das klingt jetzt für manche unerreichbar, aber das ist dem Bewusstsein wurscht. Das funktioniert einfach so. Ganz neutral, ganz nüchtern. Ganz unromantisch. Da ist einfach Energie. Und du kannst damit machen, was du kannst. So ist das leider. Und alle Wertungen, sprich Romantik und Bewunderung und Wertschätzung in irgendeiner Form, Aufwertung, das sind alles Prädikate, die wir dieser neutralen Energie aufdrücken. Wir machen das. Wir gestalten uns das. Und uns ist das oft nicht bewusst, weil wir uns verlieren in der Welt da draußen, was ja auch verständlich ist. Wir werden so erzogen mit Gewalt in irgendeiner Form. Fühl nicht, was du fühlst, ist schon eine Form von Gewalt, finde ich. Und so weiter. Und dann können wir uns später nur noch schwer vorstellen, wenn Strom in der Steckdose fließt, um jetzt mal eine Analogie zum Energiefluss zu nehmen, dann denkt der Strom nicht darüber nach, was damit gemacht wird. Ich kann was Schlimmes damit machen, ich kann was Tolles damit machen. Dem Strom ist das egal. Der macht, was ich will. Da ist keine Instanz da draußen, die ihm sagt, was er zu tun hat, sondern das Bewusstsein manifestiert in einem Körper, erlebt die Welt, denkt, dem der Mensch denkt, dass alles so sein müsste, dass wir Opfer sind. Aber das Bewusstsein ist sich immer klar, das ist jetzt nur ein Spiel, eine Rolle, die ich spiele. Eine Opferrolle zum Beispiel. Auf einer höheren Ebene, so nenne ich es mal, ist dem nicht so. Das ist so wie am Computer. Man sitzt am Computer, spielt ein Computerspiel. Aber man weiß eigentlich meist, dass das Computerspiel nicht echt ist. Aber wenn das besonders echt gestaltet ist, und man so richtig begeistert dabei ist, kann man das schon mal vergessen, dass das nur ein Spiel ist. Und genauso ist es mit dem Leben. Die Reize,
die Haptik, die Festigkeit der Materie, die Gerüche, die Geräusche. All das ist so kongruent mit unserem körperlichen System, dass wir denken, das ist real, das geht ja gar nicht anders. Und wir können uns auch dafür entscheiden, dass es ernst ist. Dann spielen wir ernste Spiele. In Ordnung, gut. Aber wir können auch andere Spiele spielen. Ich muss leider sagen, dass nach meiner Erfahrung das leider so ist. Auch wenn ich jetzt gerne in die Emotionen gehen würde und sagen würde, die Bösen da draußen und das ist schlimm. Kann man so machen, ist aber schon wieder das Spiel, in das man einsteigt. Wo man auch wieder aussteigen kann. Wenn einem das klar wird, wie das funktioniert.